Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Wir melden uns zurück aus Graz. Wir sind wieder zu Gast bei Reicher und Stark. Bernhard Reicher und Rudolf Stark betreiben den TV-Kanal oder den YouTube-Kanal. Und heute werden wir uns mit einem Thema auseinandersetzen, was mit Sicherheit sehr stark polarisieren wird, nämlich Polyamorie. Herzlich willkommen. Vielen Dank wieder für die Einladung. Hallo. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen. Polyamorie haben sie noch nie gehört. Ja, und vielleicht steigen wir genauso ein, dass du uns mal, weil du machst ja auch bist für Medienvertreter, Ansprechpartner, du hältst Vorträge über das Thema und seit 22 Jahren lebst du diese Lebensart. Korrigier mich, wenn es vielleicht falsch ist. Und auch der Rudolf, du beschäftigst dich auch sehr, sehr stark damit, auch mit diesem ganzen Thema, was auch eben halt drumherum irgendwo da eine Rolle spielt. Und lass uns doch genauso einsteigen in diese Sendung, mal überhaupt die Begrifflichkeiten zu klären. Worum geht's dabei? Ja, also Polyamorie ist ein Neologismus, ein Wort, das neu geschöpft wurde, Anfang der 90er Jahre. Und es besteht aus dem griechischen Poly für viele und Amorie, lateinisch für Liebe, und beschreibt die Praxis, tiefgehende und langfristige Liebesbeziehungen führen zu können, und zwar mehr als eine zum selben Zeitpunkt, im vollen Wissen und der Zustimmung aller Beteiligten. Das heißt, es ist angelegt eben auf Langfristigkeit. Es geht um tiefgehende Liebesbeziehungen, nicht um oberflächliche Bekanntschaften. Führen zu können heißt, es ist möglich, aber es muss nicht sein. Und der wichtige Zusatz ist, im vollen Wissen und der Zustimmung aller Beteiligten. Das heißt, Polyamorie ist nicht cheaten, es ist nicht zwingen, es ist nicht oberflächlich rumvögeln und es ist auch mehr, zumindest in unserer Sichtweise, als eine Beziehungsform. Es ist eine neue Weltsicht auch, die ziemlich anders ist als die herkömmliche monogame Sichtweise sozusagen. Und was mir ganz wichtig ist, dazu zu sagen, es ist nicht das bessere Modell. Also das möchte ich von Anfang an vorausschicken. Aber es ist eine gleichwertige Alternative. Also mir ist es deswegen so wichtig, deswegen mache ich die Öffentlichkeitsarbeit dafür, um überhaupt einmal aufzuzeigen, es gibt das. Viele Menschen erlebe ich immer wieder, die sagen, ja, ich habe einfach das immer wieder erlebt, ich kann mehr als einen Menschen lieben. Und es nimmt dem einen nichts weg, sondern es bereichert alle. Aber das ist ja falsch. Das ist nicht erlaubt und das ist Ding. Und für die ist es so eine riesige Erleichterung zu sehen, es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, es gibt eine eigene Subkultur, es gibt Ressourcen dafür, wie man das gut navigieren kann. Und dafür möchte ich einfach gerne die Information zur Verfügung stellen und eben Ansprechpartner sein, dass man merkt, okay, an mir ist nichts falsch, nur weil ich mehrere Menschen zum selben Zeitpunkt liebe und vielleicht auch eine Beziehung mit ihnen führen möchte. Ja, das ist so einmal die grundsätzliche Ausrichtung. Und Rudolf, wie würdest du das ergänzen? Wie sieht denn das aus deiner Sicht der Dinge aus, da du ja dich auch damit beschäftigst und das auch lebst? Wie fühlt sich das für dich an oder was ist für dich der Kernpunkt bei diesem Thema? Boah, das ist nicht immer einfach, keine Frage. Es kann sehr an ganz tiefe Glaubenssätze gehen, an gesellschaftliche Konstrukte oder an die Konfrontation mit vorgefertigten Mustern im Freundeskreis, im Familienkreis, an Erwartungshaltungen, die man selber hat an sich, wie man die Welt sieht, was so. Man wächst halt auf, man wird halt geprägt, von Hollywood angefangen bis zu den Eltern und der Schule und kriegt immer so ein bestimmtes Bild, wie Beziehungen funktionieren müssen oder sollen oder wie Sex geht oder meistens lernen wir über Sex eigentlich so gut wie gar nichts. Und es gibt so ein fiktives Idealbild einer Beziehung, das so jeder anzustreben hat. So quasi es gehört zum vollständigen Glück, wenn du ein Haus baust und Kinder kriegst und verheiratet bist und einem fiktiven Ideal entsprichst. Und das ist ja auch durchaus ein legitimes Ziel, das man haben darf. Also das möchte ich eben auch nicht, das ist keine Ideologie für mich, das ist nichts, was ich wem anderen aufzwingen will. Ich habe nur für mich gemerkt, dass es
keine Lebensart ist, mit der ich klarkomme, weil ich diese Ziele so nicht habe. Also ich will jetzt nicht dem Glück anderer Menschen, ich will nicht dem Glück meiner Eltern hinterherrennen oder was mir die Gesellschaft vorgibt. Und habe gemerkt, dass ich aber viele Dinge einfach unhinterfragt übernommen habe. Und entsprechend, ja, wir haben in der Magie-Sendung schon darüber gesprochen, ich gehe dann in die Dinge sehr intensiv rein. Ich habe irgendwann entschieden, nach langen Prozessen, ich habe auch gemerkt, ich kann mehrere Menschen auf unterschiedliche Arten lieben und unterschiedliche Arten von Beziehungen führen wollen oder in unterschiedlicher Tiefe. Und habe dann einfach gemerkt, dass was ich bisher gelebt habe und geglaubt habe, dass es meine Meinung ist, das ist nicht wirklich, entspricht nicht ganz der Realität, das ist nicht alles falsch und manches kann man zumindest so als Beispiel oder so als Orientierungspunkt hernehmen, aber ich muss dann trotzdem mein eigenes Ding dazu finden. Und dann habe ich mit einem lieben Freund und Mentor, der auch schon seit vielen Jahrzehnten Polyamor lebt, irgendwann einmal in so einer, die monogame Beziehung ist gescheitert, an vielen Dingen. Und dann bin ich mal da gesessen, aber es ist an sehr fundamentalen Dingen gescheitert. Und dann bin ich mit ihm zusammengesessen und gesagt, okay, also du machst da irgendwas Komisches. So, ich verstehe es nicht. Es wirkt so ein bisschen wie ein paar verrückte Hippies, die in irgendeinem dunklen Keller seltsame Dinge tun. Jetzt erklären wir das einmal, so von Anfang bis Ende. Da steht ja, soweit ich dich kenne, du bist nicht blöd, du machst über die Sachen Gedanken. Da steckt wahrscheinlich mehr dahinter, als es jetzt den Anschein hat. Und vor allem, es war sehr viel Projektionsfläche natürlich für mich. So sehr viel Vorurteile, sehr viel Annahmen, weil das kam halt aus der monogamen, sehr konservativen Sicht, aus der ich kam und aus dieser Wertevorstellung. Viele Vorurteile, die überhaupt nicht stimmen. Ich dachte, okay, jetzt reden wir 3 Tage Tacheles, bin zu ihm gefahren, habe ihm übernachtet und haben 3 Tage so über Gott und die Welt und die Liebe geredet. Und da haben wir das so wirklich von Anfang bis Ende seine Sicht auf die Dinge erklärt, wollte mich nicht bekehren. Hat gesagt, so sieht er das, er kennt mich jetzt auch schon länger, wäre vielleicht was, schaust du mal an. Wenn nicht, auch gut. Hat gesagt, okay, ich will Polyamor werden, habe einen Monat später mich in eine lose Bekannte damals, die aus dem Umfeld kam, verliebt. Die lebt auch, hat seit vielen Jahren Polyamor gelebt, schon in Graz. Und es war so, ja, okay, mich gibt's, Polyamor. Deal with it. Also, okay, passt, machen wir. Also bei mir funktioniert, wenn ich mir mal für was entscheide, funktioniert, geht das dann auch so achterbahnmäßig los. Und ich habe nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Wusste ich einfach nicht. Das war so, ich habe es vollkommen unterschätzt. Ich war nicht darauf vorbereitet. Das war halt, okay, die Wellen reiten lernen und vom Surfbrett wieder fallen und wieder raufklettern und mich immer wieder hinterfragen, ist das wirklich das, was ich will? Und es war zumindest immer die Motivation, da ich will es. Wenn ich es dann nachher ablehne, will ich zumindest wissen, warum ich es ablehne. Und ja, bin jetzt seit doch schon 6 Jahren dabei und da haben wir uns dann ja kennengelernt. Genau, über das, unter anderem haben wir uns kennengelernt, über einen gemeinsamen Freundeskreis hier, wie die Poly-Community in Graz, und da hat sich dann unsere magische Arbeit auch dann Zusammenarbeit ergeben. Und ja, und Polyamorie ist für mich inzwischen, am Anfang war es eben so ein Beziehungskonzept oder Liebe ein bisschen weiter zu sehen. Mir waren nur die Konsequenzen nicht bewusst, wie weit das gehen kann. Nicht muss, aber kann. Und was das für eine große philosophische Umbrüche in meinem Leben bringen kann. Und du hast es am Anfang angekündigt oder am Anfang kurz gesagt, man kann es so weit durchexerzieren, dass es eine völlig neue Sicht auf die Welt gibt. Und das ist eigentlich für mich der spannendere Aspekt. Also da ist dann die Beziehungsformen und so weiter, ist ein Ausdruck davon. Aber eigentlich die Auswirkungen, wie man die Welt sehen kann, wie man mit Menschen anders umgeht, was für Dinge einfach nicht mehr funktionieren und greifen, wenn man sie anders denkt. Bis hin zu Fernsehserien. Es gibt Fernsehserien, die sind ja nur darauf aufgebaut, dass Menschen sich Dinge verheimlichen. Und ich darf ihn nicht beichten, weil es ist meine beste Freundin. Ich darf ihr nicht beichten, dass ich mich in sie verliebt habe. Und es gibt Drama. Und die ganze Serie besteht, also wenn du das rausnimmst, kannst du die Serie in 1,5 Folgen abarbeiten und hast nicht 7 Staffeln. Und das ist halt an irgendeinem Punkt so auch die Konsequenz gewesen. Du sitzt davor und die Serie ist einfach nicht mehr lustig oder spannend. Oder du kannst die Dramatik nicht mehr nachvollziehen, weil sie einfach nicht da ist. So. Setzt euch am Tisch, redet miteinander, dann ist die Sache in 5 Minuten gegessen und alle gehen wieder heim. Bis dahin hat es solche Auswirkungen gehabt und auch viel magisches Weltbild, wie ich mit Menschen interagieren will, wie man die Welt vielleicht ein bisschen anders gestalten kann und was man für neue Impulse geben kann. Wieso brauchen wir denn, lieber Bernhard, aus deiner Sicht vielleicht, wieso ist es notwendig, vielleicht mit einer anderen Weltsicht auf die heutigen Themen zu gucken?
Ich versuche da ein bisschen das Thema anzugehen, gerade diese ganze Unterdrückung oder Ideologisierung unserer heutigen Sexualität. Wir können nicht wirklich behaupten, wir werden freizügig. Ja, auch wenn das vielleicht in einigen, in der Pornoindustrie oder in der Werbeindustrie ganz, ganz normal zu sein scheint heute, so sind wir es doch aber in der gelebten Sexualität bei weitem nicht. Man fühlt sich oft ins Mittelalter zurückversetzt, wenn man mit Leuten redet. Wo kommt das her? Wieso stoßen wir da so auf Resonanz bei diesem Thema? Ich vermute mal, dass es ganz stark religiös motiviert ist und auch noch durch ein paar andere Institutionen, weil es einer der Hauptmöglichkeiten ist, eine Gesellschaft zu kontrollieren. Über Angst und Schuld und Scham kannst du eine Gesellschaft perfekt kontrollieren und lenken. Und das hat sich bei uns einfach schon lange bewährt. Und ich glaube, wir brauchen, um überhaupt als Menschheit zu überleben, um die nächsten 100 Jahre zu überstehen, brauchen wir ganz, ganz viele neue Konzepte. Wir brauchen eine neue Art von Energiegewinnung. Wir brauchen ein neues Verständnis für den Umgang mit Geld. Wir brauchen ein neues Bildungswesen, ein neues Gesundheitssystem. Und auch, glaube ich, eine zusätzliche oder erweiterte Perspektive darauf, wie menschliches Zusammenleben funktionieren kann. Und da bietet für mich Polyamorie eine Möglichkeit dafür. Es gibt einen sehr großen Bereich von non-monogamen Beziehungsformen. Da ist Polyamorie eine davon. Für mich eine, die mir am ehesten entspricht. Und auch da wieder, je mehr Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, umso reichhaltiger kann die Gesellschaft funktionieren, also umso mehr Quellen können wir schöpfen. Und ich glaube, wir sind einfach nicht so gestrickt, dass ein System für alle passt. Wir schreiben uns das ja auch auf die Fahnen als Gesellschaft, dass wir möglichst viele Perspektiven zulassen. Wir können uns beim Arzt eine zweite Meinung einholen. Wir wollen das auch, möglichst viele verschiedene Sichtweisen auf ein Thema haben. Wenn es um Beziehungen geht, dann leben wir in einem emotionalen Einparteiensystem und das entspricht uns, glaube ich, einfach nicht. Und mir ist es da auch wichtig, eben genau das aufzuzeigen, dass das, was als das alleinselig machende Konzept angepriesen wird, so wie Rudolf das gesagt hat, so schaut das aus, das Glücklichsein, erstens einmal nicht funktioniert. Ich meine, Scheidungsrate von beinahe 50% im deutschsprachigen Raum, Mitteleuropa, teilweise schlimme Familiendramen, die sich da abspielen, einfach nur, weil es einem bestimmten Konzept entsprechen muss. Ja. Nichts dagegen, wenn das für alle Beteiligten passt, wunderbar, ja, wunderschön, großartig. Aber es gibt eben offensichtlich viele, für die es nicht funktioniert, sonst gäbe es diese ganzen Dramen nicht. Und da fände ich es schön, wenn man Möglichkeiten hat, das anders anzugehen, neu zu denken, neu zu leben. Und wie gesagt, es gibt inzwischen ja auch die Ressourcen dazu. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht so was Neues, nur für unsere Gesellschaft. Soweit wir es überblicken können, ist es zumindest in matrilinearen Kulturen nicht unüblich gewesen, um es jetzt einmal vorsichtig zu formulieren. Und es ist erst mit dem Patriarchat ist tatsächlich die institutionalisierte Monogamie entstanden, soweit wir es nachprüfen können. Also diese Einehe, da ging es um Erbrecht. Und die Vorstellung von der einen großen Liebe, die alles zu erfüllen hat, das kann man recht gut nachvollziehen. Das ist erst mit dem Minnegesang entstanden, was damals revolutionär war. Die haben das, was man eigentlich nur für Gott empfinden durfte, so das Ziel meines Strebens und Quell all meines Glücks, auf einen Menschen übertragen. Das war damals fast blasphemisch und unglaublich revolutionär. Das kommt ja auch aus der Katara-Ecke ein bisschen, der Minnegesang. Wo die Katara einen starken Einfluss hatten in diesen Regionen. Und das hat aber keiner ernst genommen. Das war eine literarische Überhöhung. Und dass das dann als gelebte Realität als Idealbild propagiert worden ist, das ist erst mit dem aufkommenden Bürgertum entstanden. Und das heißt, menschheitsgeschichtlich gesehen ist das gar nichts. 200 Jahre vielleicht.
Und es gibt ja auch noch viele andere Gesellschaften und Kulturen, wo ganz andere Vorstellungen herrschen, die ich eben wieder, ich habe kein, wer bin ich, dass ich sage, was besser oder was schlechter ist. Aber ich finde es einfach wichtig, die Auswahlmöglichkeit zu haben und zu sagen, okay, das sind Alternativen, die sind alle gleich viel wert. Und die kann man ausprobieren. Man kann schauen, was entspricht mir mehr. Ja. Und ja. Ich höre jetzt schon Tastenanschläge der einigen Zuschauer vermutlich, die sagen, wir suchen doch nur eine Legitimation, um mit möglichst vielen Frauen zu schlafen. Genau. Das könnte man wesentlich einfacher haben. Mhm. Da wird man sich die ganze Beziehungsarbeit sparen können. Also dafür braucht man nicht Poly sein. Wenn ich auch vorher gesagt habe, es ist nicht zwingend, es ist nicht, das war keine moralische Wertung. Das ist es nur halt einfach nicht. Aber eben, dann soll man in den Swingerclub gehen, dann soll man einfach rumvögeln. Dafür braucht man nicht die ganze Arbeit, die man sich da, weil es ist schwer. Es kratzt an seinen Grundfesten. Und an denen aller Beteiligten. Es ist wirklich, es braucht sehr viel Achtsamkeit, sehr, sehr, sehr viel Beziehungsarbeit. Sag ich mal, wenn man keine Lust hat, die ganze Zeit über Gefühle zu reden und bereit zu sein, sich seine Themen anzuschauen, dann Finger weg von Poly. Ja. Ja. Und vielleicht räumen wir mit einem kleinen Vorurteil auf, das hast du ja gesagt, Rudolf, dass eigentlich die Szene gar nicht, wie man erwartet, überwiegend aus Männern besteht. Sondern der Trend eher dazu geht, dass es die Frauen sogar diese, ich nenne es jetzt mal Lebensweise einfach, ja, um es ein bisschen abzukürzen, sogar bevorzugen. Also es scheint also, wir wissen ja, dass viele Männer eher in dem Körperlichen verhaftet sind und Frauen vielleicht ordnen wir eher den Emotionen zu. Zumindest ja, das aktuell, ist aktuell. Ja, es ist nicht als Dogma gemeint, aber es scheint ja dann also doch so, dass doch sehr viele Frauen eben genau dann versuchen, ihre Emotionalität eben mit mehreren Partnern auch auszudrücken, wenn der Trend in diese Richtung geht. Oder die Sexualität, so das, was halt lange nicht erlaubt war. Oder ja, eben über viele hundert Jahre, so Frau hat gefälligst zu Hause zu sein, wird verprügelt, wird vergewaltigt, hat keine wirklichen Ausdrucksmöglichkeiten. Da sind wir immer noch sehr langsam mit allen, auch den Schattenseiten wieder, die das mit sich bringt. Und das ist nicht immer nur schön und das ist nicht immer nur angenehm. Aber ja, es ist der Anteil von Frauen verhältnismäßig hoch. Aber eben, man würde man jetzt meinen, ja, hauptsächlich Männer. Das war eben auch einer meiner Vorurteile. Ja, da sitzen halt fünf Männer und eine Frau in irgendeinem Keller und die haben sich das irgendwie ausgemacht und haben halt einen Namen gegeben. So ist es halt nicht. Es hängt ein bisschen von der Community jeweils ab, von Stadt zu Stadt. Manchmal sind eher Studenten, dann ist es, manchmal sind es eher ältere Leute, manchmal sehr durchmischt. Und das bestimmt natürlich auch ein bisschen, wie sich die Gruppe zusammenfindet. Gerade Studenten ist das immer wieder ein spannendes Thema. Auch wieder mit Vor- und Nachteilen, also Leute, die dann halt einfach mal so ein bisschen ausprobieren und dann halt das Label Polyamorie draufpicken, so nach dem Motto, damit man halt irgendwie so eine vielleicht auch moralische Rechtfertigung hat für ein freies Studentenleben. Und so Single will man sich nicht nennen, weil da kann man vielleicht mit moralischem Gegenwind so rechnen, wenn man jetzt irgendwie sich austobt oder das darf man halt einmal machen. Und da gibt es eben auch in der Polyamorie immer wieder Probleme, dass Leute den Begriff missbrauchen, dass Leute da sich nicht wirklich in der Tiefe mit der Thematik auseinandersetzen, mit den tatsächlichen Schwierigkeiten, die da entstehen, mit der tatsächlichen Achtsamkeit, die es manchmal braucht, sondern ja, ich nenne es jetzt Polyamor, mache aber denselben Scheiß, wie ich vorher auch gemacht habe. Nur mit mehreren und hinterlasse noch mehr gebrochene Herzen. Genau, oder mehr Scherbenhaufen mitunter. Mhm. Aber ja, eben so, es kommt ein bisschen auf die Städte an, und aber so der Frauenanteil ist teilweise deutlich über der Hälfte, manchmal ein bisschen weniger. Deswegen kann man nicht ganz verallgemeinern, aber es ist eine interessante Dynamik, die da entsteht aus vielen verschiedenen Bereichen. Ja, ungefähr so. Lass uns doch mal gesellschaftlich über sexuelle Unterdrückung, Ängste, nicht gelebte Träume und Wünsche sprechen, die hier ja zumindest dieses Modell erstmal eine Möglichkeit bietet, die überhaupt mal aufzubrechen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, klar. Wobei es, wie gesagt, Polyamorie heißt. Das heißt, in erster Linie geht es wirklich um Liebesbeziehungen. Aber da ist in den meisten Fällen Sexualität natürlich ein großer Bestandteil. Aber es ist nicht das Vorrangige, um das es geht. Nur trotzdem, wir sind sexuelle Wesen. Alle, bis auf ganz wenige asexuelle Menschen. Aber im Normalfall spielt es für die meisten Menschen eine riesengroße Rolle in ihrem Leben. Und
spätestens seit Wilhelm Reich wissen wir, was Unterdrückung der Sexualität nicht nur persönlich für katastrophale Auswirkungen hat, sondern auch kollektiv. Ja. Die starren Strukturen von extrem patriarchalen Zwängen und von eben repressiver Sexualität führt letztlich zu Faschismus. Ist für mich recht nachvollziehbar. Und ich glaube, dass es ganz elementar wichtig ist, eben auch wenn wir, wie ich vorher gesagt habe, so als Gesellschaft die nächsten 100 Jahre überleben wollen, dass wir uns da dem Thema ganz, ganz massiv widmen müssen wahrscheinlich. Und das aber auf eine vielleicht, wie soll ich sagen, reflektiertere Art, als es in der 68er-Generation passiert ist. Da habe ich den Eindruck, da war es tatsächlich in erster Linie eine ideologisch motivierte Bewegung. So, es hat ja diesen Spruch gegeben, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Und da war das eher eine Revoluzzerhaltung. Und wenn du nicht klargekommen bist damit, ja, dann war das eben dein Problem. Ein Anspruch in der Polyamorie ist, dass es möglichst allen Beteiligten gut geht damit. Also es gibt auch so diesen Witz, die Vorstellung von Poly ist, die vögeln alle wild durcheinander. In Wirklichkeit reden sie die ganze Zeit miteinander, ob sie jetzt vielleicht miteinander vögeln könnten, ob das wohl auch für alle Beteiligten gerade okay ist und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr achtsamer Umgang damit, der sehr, sehr, wie gesagt, reflektiert passieren sollte im Normalfall. Und ja, wo das eben nicht so mit der Brechstange passiert. Und ich glaube, gerade um die ganzen individuellen und kollektiven Traumata zu heilen, die mit Sexualität zusammenhängen, braucht es eben ein sehr, sehr behutsames Vorgehen. Ja. Ja. Und da lernen wir alle noch. Das ist eine Pionierarbeit und wo gehobelt wird, fallen Späne und gibt es Scherbenhaufen und Leute, die den Begriff missbrauchen, wir lernen da gerade. Das ist gerade erst ein Entstehen oder im Entstehen begriffener Vorgang. So ein was bedeutet das überhaupt für uns? Vieles ja. Muss man ein kleines bisschen später nochmal auf die Ursachen und Wirkungen und vor allen Dingen die Auswirkungen nochmal eingehen. Ich würde nämlich ganz gerne vorher nochmal ein Bild anbieten, was wir gestern Abend beim Abendessen hatten. Und ich fand es so herrlich und so einfach eben. Ja. Der Kollege von mir beschreibt ja, da ist ein Pärchen, sie sind seit 60 Jahren zusammen und es ist so herrlich, die zu sehen in einer monogamen Beziehung. Was sollte man da ändern? Und deine Antwort war, stell dir vor, es sind 3 oder 4, die das gleiche Gefühl haben. Das jetzt mal ganz kurz sacken lassen, ja. Das muss man erstmal wirklich sacken lassen. Natürlich können wir größtes Glück in Partnerschaft und in der Liebe entdecken. Aber es muss nicht per se eine Begrenzung auf 2 Menschen sein. Genau, darum geht es. Durchaus mehr Menschen genau dieses gleiche Gefühl in der Partnerschaft erleben. Ja? Ja, und das potenziert sich dann. Das erlebe ich auch immer wieder, dass wenn eine meiner Geliebten mir erzählt, es war so schön, ich habe jemanden Neuen kennengelernt und ich bin gerade frisch verliebt und tanzt durch die Wohnung oder so richtig sein. Es ist so schön, das mitzuerleben. Mhm. Und dann diesen neuen Menschen zu treffen und so, wow, ja, ich verstehe, warum du dich in den verliebst. Das ist ein großartiger Kerl, wir verstehen uns gut und alles. Und das schaukelt sich gegenseitig hoch, wenn man von den konditionierten Reflexen wegkommt, in denen ich ganz massiv drinnen war auch früher, ja, mit Eifersucht und was weiß ich was alles. Wobei ich auch dazu sagen muss, es heißt nicht, dass man eifersuchtsfrei sein muss, um Poly leben zu können. Es geht nur darum, dass man Verantwortung für seine Gefühle übernimmt und nicht sagt, du bist schuld für meine Gefühle. Deswegen habe ich jetzt das Recht, Drama zu machen bis hin zu Blutrache oder irgendwas, sondern ich bin für meine Gefühle verantwortlich. Und das hat einen Grund, die zeigen mir was. Ja. Ja. Und dann eben ein recht wichtiger Aspekt, auch das kann man wieder, also wie gesagt, wir sind da alle am Lernen, es ist ein Projekt oder eine Herangehensweise, wo man vieles einfach herausfinden muss, weil man keine Konzepte dafür hat. Und dann muss man, und es gibt ein paar Bücher, die da sehr gute Ratgeber sind, so die Probleme, die jeder von uns hat,
haben andere auch schon gehabt und dann kann man sich ein Beispiel nehmen, wie haben die das vielleicht gelöst oder mit was für Problemen haben die zu kämpfen gehabt, mit denen man vielleicht am Anfang gar nicht rechnet, weil scheint manchmal ist eben die Eifersucht das Riesenproblem und dann merkt man mit der Zeit, die Eifersucht ist eine Schwierigkeit, für die gibt es schon so viele verschiedene Tools und so viele verschiedene Sachen, aber Sachen, die man dann nicht mit bedenkt, sind teilweise das Zeitmanagement, ja, wie ja, man hat dann vielleicht einen Job, man hat oder studiert oder hat Hobbys und dann gibt es nicht einen Partner, sondern zwei oder drei. Wie managt man das zeitlich? Was macht es mit mir? Will ich da jetzt Erwartungen von anderen erfüllen? Muss ich da einer Klischee-Rolle? Man muss so und so viele Stunden mit dem und dem Partner verbringen. Also da kommt es dann einfach zu eher Alltagsproblemen, an die man am Anfang nicht denkt. Und da gibt es halt ein paar Tipps und Ratschläge, wie man das managen kann. Aber das muss man eben auch immer wieder herausfinden. Und auch Polybeziehungen können immer wieder in die Brüche gehen. Keine Frage. Und ja, eben Eifersucht, ja, Mord, Totschlag, kennen wir. Für manche ist Eifersucht ein Liebesbeweis. Ja, kann ich nachvollziehen, wo das herkommt, der Gedanke. Ich tue mir ein bisschen schwer damit. Aber wie du richtig gesagt hast, Eifersucht muss man nicht loswerden. Es gibt dann die Frage, wie geht man damit um? Und das, worauf ich hinaus wollte, war, ich bin selber für meine Gefühle verantwortlich. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt jeder für sich ganz alleine steht, so geht mich alles nichts mehr an. Ja, sondern in der Polyamorie, so wie wir sie verstehen und versuchen das auch bei uns im Netzwerk irgendwie so herauszuarbeiten und zu betonen, eigentlich die Mitverantwortung von ich bin für dich verantwortlich und du bist für mich verantwortlich, zu einmal mal zurückkommen, okay, ich bin sehr weitestgehend für mich selber verantwortlich und du für dich. Und aus dem heraus entsteht eine Art von, hoffentlich oder im Idealfall eine Art von Mitverantwortung. So ein, wo sind meine Grenzen dir gegenüber oder meinen Partnerinnen gegenüber? Wie weit darf ich mich dort einmischen? Wie weit will ich mich einmischen? Wie weit kann ich mich überhaupt einmischen? Und eben zu schauen, dass es allen im Netzwerk gut geht. Meinen Partnerinnen, aber auch mir. Das heißt, jeder hat Mitspracherecht zu gewissen Anteilen. Das muss man sich manchmal ausverhandeln. Und es ist immer ein Prozess, dem man sich immer wieder stellen muss. Und das Konzept der Mitverantwortung ist für mich eines der wichtigsten in der Polyamorie, das noch mitunter recht unterrepräsentiert ist, weil man kommt oft aus der Welt so, ja, ich bin für alle anderen verantwortlich und ich muss immer schauen, dass es allen anderen gut geht und plötzlich nicht nur mit einem Menschen, sondern mit drei vielleicht. Dann kommt so eine Gegenpendelbewegung, die dann, ich bin jetzt nur noch für mich selber verantwortlich, das habe ich in einem Buch gelesen, ich bin für meine Gefühle verantwortlich und bla. Und dann kann man leicht so ein Ego-Trip anfangen, wo man dann sehr unachtsam mit den anderen umgeht und sagt, ja, wenn dir es nicht gut geht damit, das ist dein Problem, du musst damit klarkommen. Da kann man sehr schnell, sehr schief abbiegen. Kann aber auch Teil des Prozesses sein, aber so vom Idealbild eben die Mitverantwortung, so auf Augenhöhe, Menschen, die sich begegnen, die sich gegenseitig unterstützen, die versuchen zu schauen, dass es allen möglichst gut geht. Das geht nicht immer. Manchmal muss man auch Themen ansprechen, die jetzt für jemanden unangenehm sind, aber auch das gehört zu diesem Prozess dazu. Aber in Summe dieses Ziel haben, schauen, dass man alle irgendwo mitnimmt und dass jeder sich beteiligt und ja. Ich meine, wir rütteln hier schon natürlich an gesellschaftlichen Konventionen, gerade die eingeschliffen sind. Ich möchte aber nochmal in den Raum stellen, diesen herrschaftlichen Anspruch, der ja ganz offenkundig da ist, meine Frau, mein Mann, ja, das muss nicht zwingendermaßen zeitgemäß sein, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, welche Folgen das eben hat. Gerade dann diese nicht gelebten oder diese oft unterdrückten Geschichten oder dieser Irrglaube, mein Partner muss mich glücklich machen und nur der. Und zwar in jedem Belang, in allen Bereichen. Mhm. Wenn man das mal durchdenkt und mal sacken lässt, dann kommt man eigentlich jeder schlaue Mensch selber auf die Idee, dass das vermutlich gar nicht gehen wird, weil ja jeder seine Qualitäten hat. Und ich kann ja unterschiedliche Qualitäten mit anderen Leuten ja auch wunderbar ausdrücken. In der Freundschaft geht das ja ganz offenkundig auch. Mhm. Wieso können wir dieses Modell nicht, genau, einfach mal zu gucken, dass wir das gesellschaftlich ein Stück weit übertragen, ja? Ich höre förmlich wirklich die Widerstände natürlich, die da immer wieder kommen. Ja, da geht es eben nur ums Vögeln, da geht es überhaupt nicht ums Zusammensein. Oder das sind nur Ausreden, ja, wir können anderes Zeitmanagement machen und wir können die Dinge besser gestalten. Und Kinder, großes Thema. Die Frage kommt bei jedem Vortrag so, was ist mit den Kindern? Das ist ja alles gut und schön so, aber die Kinder. Es gibt noch vergleichsweise wenig Erfahrung mit Kindern, aber es gibt sie. Und die Erfahrung zeigt, dass das für Kinder das geringste Problem ist. Die haben dann halt mehr Eltern.
oder mehr Bezugspersonen, anstatt einen alleinerziehenden Elternteil oder zwei, sondern da sind auf einmal drei, vier, fünf, die sich um mich kümmern und für mich verantworten. Fantastisch. Also für Kinder ist das das geringste Problem. Es ist dann eher halt eine Frage von, wie geht die Gesellschaft damit um, wie das so im Kindergarten. Aber gut, wenn wir uns da noch richten würden, dann wird es nie einen Fortschritt geben. Ja. Inzwischen ist es Gott sei Dank normal, dass es, ja okay, du hast halt zwei Väter oder zwei Mütter, ja, dann hast halt drei, vier, fünf Elternteile oder Menschen, die für dich verantwortlich sind oder mit dir zusammen. Das wird sich auch einpendeln. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Ich denke, dass viele Menschen vielleicht auf die Idee kommen könnten, hier wird das gesamte Wertesystem, was wir uns aufgebaut haben, zerstört. Und aber eben genau nicht hingucken, welche Werte schaffen wir denn mit gewissen Themen, eben indem wir die Leute so einzwängen in diese Systeme. Was du von Anfang an gesagt hast, ja, wenn ich eine Gesellschaft kontrollieren möchte, dann würde ich genau an diesen Dingen eben halt ansetzen, weil ja gut, der Psychologe weiß, wo ist der Mensch angreifbar und da ist es genau da, in den Ängsten, in den nicht gelebten Geschichten. Genau, und ich würde vor allem dann das noch positiv bewerten. Ja, Treue zum Beispiel, das wird ja auch immer wieder, kommt so auf, ja, ihr seid nicht treu und so. Treue ist zum Beispiel ein extrem hoher Wert in der Polyamorie, nur wird anders definiert, nämlich nicht als sexuelles Besitzdenken, sondern als wirkliche Loyalität zu einem Menschen. Und das war für mich eine der spannendsten Erfahrungen, du hast das Beispiel gebracht mit den Pärchen oder mit dem Ehepaar, das da 60 Jahre durch dick und dünn geht. Und das ist in der Polyamorie grundsätzlich, ich meine, wie gesagt, diesen Anspruch, dass man ewig Beziehungen hat, den gibt es im Leben sowieso nicht. Es funktioniert mal oder es funktioniert nicht. Aber von der Grundidee ist es in der Polyamorie auch nicht anders. Nur es ist ein anderes Miteinander durch dick und dünn gehen. Es ist sozusagen zu wissen, dass, keine Ahnung, meine Freundin kommt gerade zurück von einem netten Date mit ihrem zweiten Partner und sie kommt trotzdem zu mir zurück. Und sie sitzt da und verbringt einen Teil ihres Lebens mit mir. Und es nimmt so viel potenzielle Schwierigkeiten noch weg oder potenzielle Trennungsgründe, die eigentlich tatsächlich keine Trennungsgründe wären, sondern die sich einfach aus der Dynamik herausgegeben hat, du hast mich betrogen, ich verrat, schrecklich, furchtbar, das geht ja nicht, das darf man nicht, sondern zu sagen, hey, du bist mit einem anderen Mann unterwegs und hast mit dem fast auf Urlaub und es ist toll und schön und ihr habt eure Zeit miteinander und du kommst trotzdem wieder zurück. Also es fallen eigentlich Gründe weg, warum man nicht 60 Jahre zusammenleben kann und das kann sich auch immer wieder umformen und das kann sich gegenseitig bereichern und eben wie du dann sitzen im Idealfall vielleicht irgendwann vier Menschen, die sich 60 Jahre durchs Leben begleitet haben. Gelingt nicht immer, aber den Anspruch, ja, so ist halt das Leben. Ne? Gelingt in der Monogamie ja genauso wenig. Ja. Das höre ich auch öfter, dass Leute sagen, naja, Polyamorie habe ich mal ausprobiert, das ist nichts für mich, es hat nicht funktioniert. Was hat nicht funktioniert? Naja, die Beziehungen sind nicht geblieben. Ja, und wie viele monogame Beziehungen haben nicht funktioniert? Aber das Konzept wird nicht in Frage gestellt. Das ist nämlich wirklich Indoktrination. Ja. Und da werde ich sehr vorsichtig, wenn eben wieder was hingestellt wird, als das ist es, das allein selig machende System und an dem hat sich gefälligst alles zu orientieren. Und wie du richtig sagst, es rüttelt schon an Werten einer Gesellschaft, auch die viel zitierten guten alten Werte oder wie auch immer, die teilweise eben nicht unbedingt wirklich alte Werte sind, auf die man sich da manchmal beruft. Und die sind halt in unserer Gesellschaft so, wie sie sind. Aber ich persönlich bin halt ein Mensch, der gerne hinterfragt, was man hier in der Magiesendung vielleicht auch mitbekommen hat. Wie sehen das andere Kulturen? Warum ist das so entstanden bei uns? Ich bin halt ein bisschen allergisch auf das. Das haben wir immer schon so gemacht. Das werden wir weiter so machen. Was einfach auch nicht stimmt. Das stimmt ja einfach nicht. Genau. Da kann man ja wirklich mal für diejenigen, die jetzt das nicht glauben, mal selber recherchieren. Das ist ein eingeführtes System, ja. Das durchaus in manchen Bereichen seine Berechtigung und auch seine Notwendigkeit hatte. Aber Dinge können sich auch überleben oder sich verändern oder eben zumindest zusammenfließen oder parallel nebeneinander existieren. Und es rührt an den Werten, aber das ist auch ein bisschen so ein Haus oder so ein künstliches Problem auf eine gewisse Art und Weise, weil das ist ja oft so, wenn man wie lebst denn du deine Beziehung oder wie geht's denn dir mit deiner Freundin? Und dann erzählst du, ja, ich habe halt vielleicht zwei geliebt oder zwei Freundinnen und tschüss gerade mit ihrem anderen Mann. Und das ist so, also Menschen reagieren dann so mit einer Abwehrhaltung, so als würdest du sie überzeugen wollen. So, ja, aber für mich ist das nichts. So, ja, nicht. Du hast mich gefragt, wie ich meine Beziehungen führe oder wie es mir mit meiner Partnerin geht. Ich erkläre dir, dass es halt bei mir ein bisschen anders ist als bei dir. Aber
wenn du monogam leben willst, bitte tu das. Das ist mir doch vollkommen egal, das ist dein gutes Recht. Ja. Ich will dich nicht bekehren, ich will dich nicht missionieren. Du hast mich gefragt, ich erzähl's dir und wenn das was mit dir macht. Ich glaube, dass es so bedrohlich wirkt auf viele Menschen, hat damit zu tun, glaube ich, dass es eben wirklich an ganz fundamentale Weltanschauungen rührt. Und eine davon ist, dass Liebe Mangelware sei. Das wird uns verkauft seit dieser Vorstellung der romantischen Liebe, seit dem Minnegesang und jetzt eben mit jedem Popsong, mit jeder Rom-Com aus Hollywood. Also Liebe ist Mangelware und vor allem quantitativ. Das heißt, wenn ich dich liebe ich dich zu 100% und wenn ich jetzt einen anderen liebe, dann würde ich von diesen 100% was wegnehmen und das auf den aufteilen. Das ist so absurd. Liebe ist unendlich vorhanden. Und ich habe da mal ein Märchen dazu geschrieben. Mein Bild dafür ist, also es ging in dem Märchen um eine Kerze, die ist in der Schachtel oder in der Kiste, Dachboden des Schlosses. Und die will sich eben aufheben für die Kerze, für die sie gemacht ist. Also für das Licht, für die Flamme, für die sie gemacht ist. Da freut sie sich schon so drauf. Und dann kommt irgendwann das große Fest im Schloss und die Kerzen werden aufgestellt. Und dann kommt der Kienspan und zündet unsere Kerze an und sie freut sich, das ist jetzt ihre Flamme und für die ist sie gemacht. Und die Flamme hat auch darauf gewartet, dass sie zu dieser Kerze kommt und es ist so schön. Und dann merkt die Kerze, sie wird aus dem Halter genommen und mit ihrer Flamme sollen jetzt andere Kerzen angezündet werden. Oh mein Gott! Und dann merkt sie, Moment einmal, meine Flamme wird nicht kleiner, wenn damit auch andere Kerzen angezündet werden. Ja. Es wird nur insgesamt heller und wärmer und schöner. Es ist eben nichts Quantitatives. Liebe ist einfach da. Ja. Natürlich gehen die irgendwann aus, ja. Aber es ändert nichts daran, dass während sie gebrannt haben, genug da war für alle. Und sich das eben gegenseitig brennt. Das ist das, was ich auch gemeint habe, diese Mitfreude, wenn es anderen gut geht. Eine meiner Geliebten hat einmal gesagt, sie hat sich das immer gewünscht, einen Partner oder mehrere Partner zu haben, wenn sie von einem wunderschönen Date kommt und sagt, ich habe gerade so guten Sex gehabt, dass sie dafür einen High Five kriegt. Ja. Und das ist jetzt der Fall, das ist so schön. Anstatt, dass man sich gegenseitig den Schädel einschlägt und sie sagen, wow, schön für dich. Und es bereichert ja mich auch. Mit der Flamme kann ich andere Kerzen auch anzünden und es nimmt ja eine Flamme nichts. Und das ist Fülle-Denken. Und das ist, aber dazu muss man eben wirklich einmal diese ganz tief liegenden weltanschaulichen Glaubenssätze transformieren oder erweitern. Ja. Und ja, was quantitativ ist, ist halt, oder beschränkt unter Anführungszeichen, ist halt Zeit zum Beispiel. Also der Alltag ist natürlich ein Faktor, der da mit reinkommt und das muss man managen lernen. Auch das rührt an bestimmten Erwartungshaltungen, die man an sich oder den Partner hat. So, man will jetzt ganz möglichst viel Zeit verbringen oder man muss ja jetzt den Urlaub miteinander verbringen oder wenn man sich nicht viermal die Woche sieht, dann passt was nicht. Und das ist natürlich ein Faktor, der mit reinspielt. Und manchmal verbringt man vielleicht die Zeit dann zu dritt, fährt zu dritt auf Urlaub oder die Partnerin ist jetzt woanders. Und das ist nicht in der Realität ein ganz, keine Ahnung, ich hab in Wien gelebt, meine Freundin in Graz und ihr zweiter Partner hat auch mit dem hat sie in Graz zusammen gelebt oder lebt in Graz zusammen. Und das war für mich damals in Wien, ich habe Geburtstag gehabt und mein erster Geburtstag mit ihr und haben mir natürlich irgendwie gewünscht, dass sie nach Wien kommt und dass wir gemeinsam Geburtstag feiern. Und ihm ging es gerade in Graz aus gesundheitlichen Gründen nicht gut und sie war total hin und her gerissen. Ich würde total gern zu meinem neuen Partner nach Wien kommen und seinen Geburtstag mit ihm feiern. Und gleichzeitig will ich aber für meinen Partner in Graz da sein, dem es gerade nicht gut geht. Und wie macht man das jetzt? Oder macht sie was ganz anderes und sagt, eigentlich würde ich am liebsten gerade nach Kroatien fahren alleine und ihr macht euer Ding allein. Und stößt ganz viele Prozesse an Dingen, die man sonst nicht hinterfragt. Meine Erwartungshaltung an meine Partnerin. Naja, meine Partnerin feiert mit mir Geburtstag. Oder meine Partnerin kümmert sich um mich, wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht. Was macht das für einen Druck auf die Partnerin, die sich hin und her und zerrissen fühlt und mit den eigenen Erwartungshaltungen, erwarten die das von mir? Kann ich ihre Erwartungen an mich nicht erfüllen? Und was das mit den Menschen macht untereinander? Und das sind spannende Prozesse, die da einhergehen. Und das ist nicht immer einfach zu managen. Und manchmal kann man sich dann ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen vielleicht. Sie ist dann in Graz geblieben. Da habe ich gemerkt, ich finde es total schade.
Aber gleichzeitig auch so, hey, das ist auch vollkommen okay und das ist ihre Entscheidung und mir muss es nicht gut gehen damit, aber auch über das kann ich mit ihr dann reden und sie sagt, ja, hey, irgendwie muss ich halt meine Schwerpunkte manchmal setzen und manchmal muss ich eine Münze werfen im Zweifel und eben zu beobachten, was da für subtile Mechanismen an Erwartungshaltungen, Gegenserwartungshaltungen da ist, das sind die spannenden Momente und das sind Sachen wie Eifersucht, relativ klein dann in der Realität. Ja. Eifersucht lässt sich auch erfahrungsgemäß recht leicht transformieren. Ja. Ich biete ja auch Coachings an dafür. Aber wie gesagt, es muss nicht. Ja. Erfahrungsgemäß ist es so, plus minus 2 Jahre, wenn man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt und eben das jetzt nicht konzentriert in einem Coaching angehen will, bis sich da was ändert. Oder in seltenen Fällen passiert es auch einfach, dass so ein Schalter umgelegt wird und es macht einfach Klick und Eifersucht ist weg. Aber ist sehr selten, aber kommt auch vor. Also bei mir ist bis heute immer wieder mal Eifersucht in der einen oder anderen Form da. Völlig schwer festzunageln, weil manchmal kann meine Freundin Sex mit einem anderen, mit ihrem zweiten Freund haben und es ist voll in Ordnung und mit Freude und cool. Aber wenn sie dann mit dem anderen Sushi essen geht, ist das plötzlich eine Schwierigkeit. Und dann sagt, okay, ich werde ihr sicher nicht den Abend versauen mit Drama, sondern 3-mal durchatmen, ich gehe jetzt mal spazieren und schaue mal, wo das Problem überhaupt herkommt. Und dann merkt man, dass Eifersucht nicht mehr so, da schießt nicht einfach was in einen rein und man agiert blind, sondern es wird ein bisschen entschärft, es darf trotzdem da sein, es ist nicht per se falsch, sondern einfach mal so, okay, ich kenne dich schon, na komm, jetzt nehme ich dich mal, liebe Eifersucht, jetzt gehen wir mal spazieren. Jetzt reden wir mal drüber, vereinfacht ist es natürlich. Aber, und dann auch zu merken, dass man entwickelt so persönliche Tools dafür oder Kniffe, wo man merkt, so nicht ignorieren, das ist auch nicht cool. Und die darf da sein und die darf dann auch angesprochen werden. Und dann kommen wir Freunde rein und dann sagen, hey, fuck, ich bin wirklich eifersüchtig gewesen und mir geht's nicht gut damit. Und ich weiß nicht, woran es lag, weil am Sushi-Essen lag es definitiv nicht. Ja. Und dann kann man mit dem Partner reden, dann kann man auch schauen, hey, kann man irgendwie Übereinkünfte treffen, wie man das vielleicht besser managt. Wäre es okay gewesen, wenn ich dich angerufen hätte mal kurz und sage, hey, mir geht's gerade nicht gut? Oder hätte ich dir damit den Abend eigentlich versaut? Ja? Wenn sie sich dann beim Sushi-Essen nicht mehr freuen kann, weil meinem Freund geht's nicht so gut und jetzt darf ich nicht und ich habe ein schlechtes Gewissen. Auch das sind so diese Kleinigkeiten, die da mit reinspielen. Und das muss sie dann lernen, auch wieder so, ja, okay, dem geht's gerade nicht gut. Ich bin wieder voll bei ihm, wenn ich dann wieder zurückkomme. Dann können wir uns dem Thema gerne widmen. Danke für die Info, dass du mir das gesagt hast. Ist mir wichtig. Bin für dich da, wenn ich dann wieder da bin. Und dann bin ich jetzt aber wieder mit dem Partner in einer ehrlichen Begegnung. Und vielleicht kann sie das auch in dem Gespräch einbringen. Hey du, meinem Partner geht es gerade nicht so gut. Ah, schade. Kann ich irgendwie helfen? Kann ich ihm irgendwie versichern? Oder ja, okay, dann komme ich morgen vorbei und dann reden wir zu dritt drüber. Also es sind so diese Kleinigkeiten, die dann im Alltag oft kommen. Und da darf Eifersucht da sein. Da ist Eifersucht auch ein spannendes Mittel, um Dynamiken zu beobachten und sich zu orientieren. Aber schwierig wird es, wenn es übergriffig wird. Wenn meine Eifersucht dir vorzugeben hat, wie du dich verhalten musst, da ist es halt toxisch und das ist schwierig. Und eben, kommt bis zu Mord und Totschlag. Ja, ja. Es geht einmal grundsätzlich nicht darum, das nicht zu verdrängen, anzuschauen und ja, was kommen da für Gefühle hoch. Und da bietet sicherlich so ein Modell auf jeden Fall beste Chancen, da mal hinzugucken in diese Schattenthemen. Ich möchte es aber mal noch ganz vereinfacht einfach für den Zuschauer vielleicht nochmal auf den Punkt bringen. Wenn man sich mit Pärchen unterhält, sowohl jetzt die sehr gute Beziehungen miteinander pflegen, über viele Jahrzehnte vielleicht sogar, oder auch mit denjenigen, wo es eben kriselt, dann ist es ja oft genau das, dass eben nicht hingeschaut wird oder wir offen reden können über gewisse Themen. Wenn wir jetzt bei der Polyamorie mal einfach mal gedanklich für den Zuschauer das Thema Sexualität im eigentlichen Sinne, ich rede jetzt ja vom Geschlechtsakt mal weglassen, sondern mal nur die Überlegung anstellen, wenn du mit deinem Partner offen über deine Wünsche reden kannst, ist das immer gut, empfiehlt dir jeder Therapeut. Wenn du noch darüber hinaus offen darüber reden kannst, dass du als Mann oder als Frau auch andere Personen attraktiv finden kannst oder Eigenschaften an ihnen emotional dich binden können, dich einfach ausfüllen, ohne die Sexualität jetzt, ja, dann ist es doch etwas Gesundes. Weil das, in dem Moment wird es ein offener Dialog, weil ich erfahre ja von meinem Partner, was will er, was tut ihm gut. Und wenn
Der nächste Schritt wäre dann natürlich dann, wenn ich es nicht kann, aber vielleicht kann es jemand anders. Das heißt also, es ist eine Vereinheitlichung, eine Ganzheitlichkeit irgendwo schon da drin. Und das möchte ich einfach mit den Zuschauern nochmal mit auf den Weg geben, weil, wie gesagt, man merkt immer wieder diese Gedankengänge irgendwo, ja, na, das geht nicht, das kann ja, das funktioniert nicht und so weiter. Es geht um einen offenen Umgang mit seinen Emotionen, seinen Wünschen, seinen Träumen, vielleicht auch seinen Begierden. Da mal hinzuschauen, was ist denn da? Und die Möglichkeit offen zu halten, darüber reden zu können. Nicht jeder, der Polyamor lebt, hat unterschiedliche Partner. Es gibt mit Sicherheit auch welche, die genau das nur nutzen und sagen, ich kann aber mit meinem Partner offen drüber sprechen, dass ich die und die Person auch sexuell sehr attraktiv finde oder Eigenschaften von der emotional sehr anziehend finde. Ist doch ganz okay, damit offen umzugehen. Also Polyamorie ist ja mal grundsätzlich eine Einstellung dem Leben gegenüber, beziehungsweise Beziehungskonzepten, Sexualität und Liebe. Aber es gibt auch polyamore Paare, die sich zur Polyamorie bekennen, die aber zu zweit durchs Leben gehen. Mhm. Weil sich nie irgendwer in wen anderen verliebt. Aber die polyamore Grundsorgen, wenn es passiert, haben wir die Tools dafür und dann haben wir das Commitment zueinander, dass wir das gemeinsam uns diesen Fragen stellen. Man muss eben nicht mehrere Partner haben. Und das müssen, wenn das kommt dann auch oft so in den Anfängen so, wenn meine Partnerin wen anderen hat, dann muss ich auch jetzt wen haben. Und dann beginnen so diese man fühlt sich vielleicht schwierig. Oder wenn mir meine Partnerin sagt, den Typen findet sie scharf, dann kann das natürlich auch so an meinem Ego ein bisschen rühren. So, ja, okay. Aber es kann eben auch sagen, hey, kann mir auch mir helfen, mit mir ins Reine zu kommen und sagen, hey, ich habe gewisse Qualitäten und ich habe gewisse Dinge, die sie an mir scharf findet, die er nicht bieten kann oder wo man sich vielleicht gegenseitig bereichern und befruchten kann. Vielleicht kann der irgendwas, was ich nicht kann und man kann das gemeinsam lernen und ich lerne neue Seiten an meiner Partnerin kennen. Ich lerne eben kennen, dass sie vielleicht unterschiedliche Typen scharf findet. Und das ist bei mir auch so. Also es gibt nicht die eine Frau, die ich toll finde oder die eine Brustform oder die eine Arschgröße oder schlank oder ein bisschen fester gebaut. Es erweitert sich auch so ein bisschen das Spielfeld für einen selbst, so das Sinn für den Mensch dahinter und weg von diesen sehr, sehr flachen Projektionsflächen oft, sondern sagen, ah, spannend, so habe ich das noch nie gesehen. Und dann, Bernhard hat mehrere Partnerinnen, wo ich mir denke, was findet der eigentlich interessant? Und dann, weil die wäre überhaupt für mich bisher vielleicht nicht in Frage gekommen, so rein vom Klischee her. Und dann lerne ich den Menschen kennen und denke mir, ah, das ist eine Qualität, die der Mensch mit reinbringt, die ich überhaupt noch nicht gesehen habe, weil ich einfach so eine Wand vorher aufgebaut habe. Oder eben nur so, ja, wir lernen uns nur freundschaftlich kennen und ich blende den sexuellen Part dieses Menschen einfach aus oder umgekehrt. Und es entwickelt sich eine Vielfalt und eine Qualität an Pluralismus und an Vielschichtigkeit, einem Menschen nicht nur als Freund oder nur als begehrenswertes Sexobjekt oder nur als Partner oder nur, also es beginnen die Grenzen ein bisschen zu fließen und zu sagen, ja, du, auch Sexualität ist halt am Ende des Tages auch einfach nur ein Aspekt von vielen und kann einen Menschen vielleicht auch einfach nur in einem Moment attraktiv finden oder sexuell spannend oder man probiert es einmal aus und dann merkt man so, hey, es war eine interessante Erfahrung, aber unsere Beziehung macht etwas anderes aus und die sexuelle Komponente spielt keine Rolle oder spielt eine sehr hohe Rolle, je nachdem. Und wie oft hat man das dann im Leben? Weißt du, du lernst einen Menschen kennen, es entwickelt sich eine Freundschaft und man merkt, es wird funken, aber beide dürfen nicht und was so ein, mein Gott, dann springen wir mal ins Bett und schauen, ob es passt. Und vielleicht passt es und vielleicht passt es nicht. Aber dann hat man den Sache geklärt und kann vielleicht 2 Jahre später drüber lachen, weißt du noch damals. Ja. Und das bereichert einfach das Leben. Und das ist eigentlich so der Hauptansatz. Aber es ist nicht immer nur einfach. Wie gesagt, das ist mit Sicherheit nicht, aber das ist immer so, wenn man sich auf neue Pfade begibt und gerade eben halt so alte Muster versucht, ein bisschen aufzusprengen und eben hinzugucken, ja, auch in die Schattenthemen, die es damit zu tun hat. Ich möchte nochmal erinnern daran, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast vorhin gesagt, ne, dass so sexuelle Unterdrückung auch durchaus in den Faschismus führen kann im eigentlichen Sinne. Das kann man auch durchaus belegen. Guck mal nach Amerika, wo eben genau dieses Thema massiv gedeckelt wird. Es hat zum einen die größte Pornoindustrie überhaupt und zum anderen darfst du da nicht mal, darfst du nicht mal Nippel zeigen auf gut Deutsch. Und welches Land ist denn wohl am meisten im Krieg? Ja, seit den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar noch länger.
wo passt das zusammen? Also wir müssen auch wieder, und da kommen wir nicht drum herum, uns mit dem Thema Sexualität und Befreiung und nicht nur im Stile der 68er, sondern wirklich mal gesellschaftlich auseinandersetzen. Wie gibt es andere Modelle? Und hier bietet ja dieses Modell zumindest mal einen Blick. Du sagtest, es ist nicht für jeden, nicht dogmatisch, so müssen es jetzt alle und das soll so. Ja, wir wollen jetzt hier jeden dafür begeistern, sondern einfach mal die Chance zu geben, hinzugucken in einem freiheitlichen Austausch mit entweder mit schon bestehenden Partnern oder mit denen, die vielleicht in der Zukunft kommen, auf einer anderen Ebene, Augenhöhe, gleichwertig sich zu begegnen und eben sich auszutauschen. Was willst du vom Leben? Was willst du von deinem Körper? Wie siehst du Liebe? Ja. Für mich ist Liebe eben weder quantitativ noch Mangelware, noch wie soll ich sagen, so dieses Exklusive. Mhm. Es gibt nur uns zwei. Mhm. Das ist für mich nicht Liebe. Mhm. Liebe ist so groß, so umfassend, und ich merke das auch. Ich würde mich so eingeengt fühlen, nur einen Menschen lieben zu dürfen. Mhm. Hä? Also es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Das ist absurd, War für mich eine der spannendsten Erfahrungen, als ich nach Graz diese polyamore Freundin hatte, aber da war ich auch, sie hat halt noch ihren Zweitpartner oder ihren Hauptpartner in Graz gehabt, so Hauptpartner, mit dem sie gelebt hat. Und das war halt mal so. Und als ich mich dann zum ersten Mal verliebt habe in eine deiner damaligen Partnerinnen und zu merken, es ist eine völlig andere Qualität in unserer Begegnung, wie die ich in der anderen Begegnung habe. Und das ist einfach so wie ich habe. Das eine nimmt dem anderen nichts. Nein, es steht überhaupt nicht in Konkurrenz zueinander, weil meine Beziehung mit dem Menschen eine individuelle Beziehung zwischen uns zwei ist. So wie ich halt auch zu vielen Freunden unterschiedliche Arten von Beziehungen habe und unterschiedliche Tiefen, und mit manchen rede ich über das, mit anderen über das. Aber meine Freunde sind Freunde. Und das ist, ich liebe meine Freunde auch. Das ist ein sehr vager Übergang. Das ist nicht so, da ist die scharfe Grenze und ab da ist da hinten die Mauer, sondern es gibt Freundinnen, zu denen ich eine sehr tiefe Anziehung auch auf sexueller Ebene spüre. Das spreche ich dann auch einfach an, und das ist dann eigentlich eher auf ein Kompliment, so spannend, aber dann stößt es manchmal nicht auf Gegenliebe. Auch über das kann man dann, weil es gehört auch zu einer Freundschaft dazu, dass man auch die Dinge dann ehrlich miteinander besprechen kann. Hey, ich finde die einfach scharf. Ich will nichts von dir, ich verlange nichts von dir, ich will da nur einfach ehrlich mitteilen können, dass ich die wirklich scharf finde. Und wenn es das Gegenüber einfach so ehrlich annehmen kann, sagt, hey, wow, spannend, und das ist für das Gegenüber ja auch irgendwie was Schönes, und es muss jetzt kein Konflikt daraus entstehen, weil das ist ja auch so eine Problematik, ich finde dich scharf, ergo, ich will dich küssen, ich will mit dir Sex haben, wir müssen heiraten und Kinder kriegen und zusammenziehen und den Rest unseres Lebens verbringen, sondern nein, ich finde die einfach nur scharf. Einfach nur ein absichtsloses Kompliment. Ja. Genau. Ja, ja. Und es, was sich aus dieser ehrlichen Begegnung dann ergibt, ist eine ganz andere Frage. Und das hatte ich auch gestern, das Beispiel, was ich da ja genau zu diesem Thema gesagt hatte. Ja. Ich hatte ein befreundetes Ehepaar kennengelernt und wirklich mit einer sehr attraktiven Frau, und ich möchte auch in einer Welt leben, wo ich zu dem Kerl auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, hey, das ist eine Hammer Frau, ohne dass der sich weder gekränkt fühlt oder der Meinung ist, er müsste mir vielleicht Ende auf die Lampe zimmern, sondern wo er das wertfrei annehmen kann und sagen, hey, danke für das Kompliment, das weiß ich zu schätzen. Ich bin auch froh über meine Frau. Ja? Es muss ja gar kein Konflikt darüber entstehen, aber wie oft tut das? Weil man Liebe für Mangelware hält. Ja, genau. Und dann interpretiert man sowas schon als Konkurrenzding. Wenn Liebe in Fülle vorhanden ist, nehme ich niemandem was weg, sondern dann kann ich eben in voller Aufrichtigkeit und Authentizität meine Gefühle kommunizieren. Kommunikation ist sowieso das Stichwort schlechthin, damit ich es auch einmal gesagt habe. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon darüber gesprochen, wie wichtig Kommunikation ist, aber es nicht beim Namen genannt haben. Also ohne das geht gar nichts. Das ist so, das sind. Man kann es auch manchmal übertreiben mit der Kommunikation, man muss nicht über jeden Furz reden. Bestimmt sogar, ja. Das ist auch so. Aber eher mehr als wenig. Ja. Mir geht es einfach nochmal um das Bild. Ich meine, wir waren alle mal jung, wir waren alle mal in Diskos, und wie oft haben wir uns vielleicht in der Situation wirklich wiedergefunden, wo du eine Frau anschaust, und da kommt schon der erste Typ auf dich zu, hey, das ist meine Freundin, ja, schau die nicht an. Ja, völlig absurd eigentlich. Sie macht sich ja nicht umsonst schön, um jetzt einfach mal bei einem plakativen Beispiel zu bleiben. Aber da sieht man die gesellschaftlichen
Denkgrenzen, ja, wo wir nicht offen miteinander umgehen können. Und darum geht es doch bei diesem. Es geht, nochmal, Sexualität ist ein ganz wichtiger Faktor und da liegen die schlimmsten Schattenthemen, die sind, wo alles vergraben ist. Du hast gestern ein super Beispiel, ja. Spiritualität, Sexualität und Kreativität. Das sind alles Faktoren, die entscheidend sind für unsere Existenz. Und bei allen haben wir eigentlich etwas aufzuarbeiten, weil wir oft nicht hingucken, was es da für Themen gibt. Wir verdrängen es. Und viele Menschen da draußen leben, wenn nur vielleicht einen dieser Aspekte, entweder besonders kreativ, können aber mit Menschen nicht umgehen oder sind sehr spirituell, leugnen vielleicht die Sexualität. Ja, das hören wir doch so oft. Die Vereinigung dieser Aspekte scheint doch eigentlich ein viel höheres Ziel zu sein. Ich glaube, sie sind auch alle drei Ausdruck ein und derselben Qualität, Energie. Und ja, sie sind alle in unserer Gesellschaft verletzt und pervertiert worden und missbraucht worden und auch vor den Karren gespannt worden von destruktiven Kräften. Und deswegen ist es, glaube ich, eine der anspruchsvollsten, aber auch lohnendsten Aufgaben, sich der Heilung dessen zu widmen. Ja, absolut. Es gibt auch mal religionswissenschaftliche Untersuchungen dazu. Es ist alles dieselbe Quelle. Es ist ein unterschiedlicher Ausdruck davon. Und warum eben speziell gerade im Mönchstum das Zölibat da ist, damit man eben diese Energie woanders hinleitet und nicht verpulvert sozusagen, unter Anführungszeichen, oder nicht abgelenkt ist. Und ja, sie hängen zusammen, aber man kann sie kombinieren und dann können sie sich gegenseitig bereichern und können sich noch mehr hochschaukeln. Das ist eigentlich so für mich der spannendste Aspekt in dem Ganzen. Ja, ich glaube, wir werden sehr viele Fragen bei den Zuschauern auslösen. Und da können wir einfach vielleicht den Tipp geben, drunter zu schreiben in die Kommentare. Und wir hatten ja eh vor, die ein oder andere Sendung auch via Zoom mal aufzuzeichnen, wo man vielleicht mal auf diese Fragen eingehen können dann nochmal. Weil man könnte jetzt sehr viel mehr, aber es wird dann auch immer wieder abstrakter. Und ich denke, damit man den Menschen das mal vorgestellt hat, wo es drum geht, haben wir eigentlich einen ganz guten Bogen gemacht. Nichtsdestotrotz, vielleicht habt ihr denn Empfehlungen? Gibt es gute Internetseiten oder gibt es gute Bücher dazu, wo ich mal ein bisschen mehr erfahren kann, bevor ich jetzt vielleicht mich mal treffe mit in so einer Community oder so? Wo finde ich denn mehr Informationen überhaupt dazu? Als das bei mir angefangen hat, habe ich ja gedacht, ich bin der Einzige auf der Welt. Es war 1997. Ja. Internet gab es zwar schon, aber ich hatte es noch nicht. Inzwischen gibt es viel Ressourcen. Es gibt auf Facebook etliche Poligruppen. Es gibt in jeder größeren Stadt Stammtische, Vernetzungen. Es gibt Podcasts. Es gibt generell Treffen, Veranstaltungen. Es gibt auch inzwischen poly-friendly Paartherapeuten oder sowas. Da ist inzwischen schon sehr, sehr viel los. Ein Podcast, auf dem wir schon öfter zu Gast waren, nennt sich Gspusicast. Also für alle, die im alpenländischen Raum und wissen, was ein Gspusi ist, eine sehr schöne, freundliche Affäre sozusagen, sehr, sehr positiv besetztes Wort eigentlich. Gspusicast.at oder net? Das ist gerade nicht so. Aber kann man finden. Es gibt ja alles Mögliche. Das Buch schlechthin, meiner Meinung nach, ist More Than Two von Franklin Woe und Eve Rickert. Das ist so nicht nur für Polis. Es ist aus Poli-Perspektive geschrieben, aber die ganzen Tipps, die da drinnen stehen, würden, glaube ich, jeder Beziehung und allen Menschen helfen, weil es eben so viel um Kommunikation geht, den Unterschied zwischen Regeln und Vereinbarungen, wie immer Grenzen zieht und wahrt. Und welche, also wirklich brillant geschriebenes Buch, gibt es momentan nur auf Englisch. More Than Two, wirklich fantastisch. Dann auch lange Zeit nur auf Englisch erhältlich, The Ethical Slut. Inzwischen gibt es es auf Deutsch, Schlampen mit Moral. Da geht es mehr um den sexuellen, oder hauptsächlich um den sexuellen Bereich noch. Was gibt es noch? Stepping off the Relationship Escalator. Auch so ein Begriff die Beziehungsrolltreppe. So eben, wir mögen uns, wir verlieben uns, wir haben das erste Mal Sex, deswegen müssen wir jetzt auch zusammenziehen, Kinder kriegen. Und ja, ja. Das so die vorgegebene Fahrbahn. Und ja. Hey, man kann das auch einmal
neu anschauen und reflektieren, was wollen wir wirklich voneinander und so. Auch da, aber momentan auch nur auf Englisch. Wir haben, glaube ich, auf unserem Kanal, haben wir ein oder zwei, zumindest eine Sendung zum Thema Polyamorie, auch vor allem, da haben wir das ein bisschen auch aus magischer Sicht ein bisschen beleuchtet und auch so die Rolle der Mitverantwortung noch ein bisschen herausgeholt. Die nennt sich Whisky und Polyamorie. Genau. Podcast-Episode, also nicht so sehr deins, aber ja. Ja, aber das ist eh schon, da kann man sich schon gut einlesen und anfangen und von da verteilt sich dann eh. Ja. Ich würde sowieso ganz gerne mit euch vielleicht, wenn es den Zuschauer dann auch interessiert, das werden wir jetzt ja dann erfahren, welche Kommentare da drunter stehen, durchaus auch mal eine Sendung mit euch machen zum Thema Sexualmagie. Das ist auch ein Riesenfeld, ein Riesenthema, was man, es ist die Schöpfungsenergie. Und wenn wir die kanalisieren oder richtig nutzen, dann können auch wahre Wunder entstehen. Mhm. Und ansonsten vielleicht auch nochmal vielleicht ein Hinweis für die Zuschauer. Ich meine, du gibst nun Vorträge. Wir werden das Thema, wie gesagt, Interesse immer der Zuschauer vorausgesetzt, auch bei uns im Verein, so nach dem Gefühl jetzt, auf jeden Fall mal mit anbieten. Und da ein bisschen ein Stück weit Aufklärung zu betreiben. Und da du Vorträge gibst, kann ich dann einfach nur sagen, wenn wir genügend Zuschauer finden bei uns, ihr meldet euch bitte einfach info@blaupause.tv, schreibt es rein, ihr würdet gerne mal einen Vortrag hören. Dann organisieren wir das, dann organisieren wir dich als Vortragsredner, habt ihr immer die Gelegenheit auch mal denjenigen selber persönlich kennenzulernen. Dann können wir natürlich noch mal tiefgreifender auch in dieses Thema reingehen. Und dann wird es natürlich auch ein Stück weit persönlicher. Klar, da geht es dann auch. Oder Workshops, oder wo Workshops, man bestimmte Themen angeht. Ja, sehr gerne. Ich halte das für wichtig, weil, wie gesagt, mir ist das Thema jetzt auch, Sexualität, das ist gut, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Aber mir ist es wichtig deswegen, weil es eben diese Indoktrination aufzeigt und eben genau da reinsticht. Ja, und das kann wehtun, wie du schon sagtest. Aber da liegt auch in der Regel immer eine Befreiung. Und es geht in dieser Welt, das hören wir überall, egal in welcher Szene, es geht darum, die Dinge gemeinschaftlich zu machen. Raus aus dem Ego, das wäre wieder ein anderes Thema, das ist aber auch notwendig sein kann. Ja. Aber hier haben wir ein Modell, was zumindest mal eine Möglichkeit bietet, out of the box, mal ein bisschen anders zu denken und mal reinzuspüren und das vielleicht mit seinem Partner auch einfach mal anzugehen. Und wenn am Ende nur bei rauskommt, dass man sich ganz normal unterhalten kann, auch über seine Sexualität, Wünsche und so weiter, das wird selbst einer bestehenden Beziehung immer, immer gut tun. Da muss man vielleicht nicht zwingendermaßen noch einen Dritten ins Boot holen, alleine mal darüber nachzudenken, ja, dass es andere Kommunikationsformen gibt. Und wenn es nur, unter Anführungszeichen, ein Gegenmodell ist, an dem ich mich reiben kann und dann noch überzeugter für mein Bestehendes, wenn ich dann merke, es ist wirklich nicht meins, dann kann ich auch gesünder wieder meine ursprüngliche Überzeugung leben. Und wenn es nur dafür dient. Vielleicht ist es sogar ganz wichtig, dass wir das nochmal sagen, dass es hier dabei nicht darum geht, diejenigen, die wirklich verliebt sind und wo die sagen, der ist es. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ja? Volltreffer, bitte leben und genießen bis zum Rest, bis zum Ende, wie lange wie es geht. Darum geht es doch gar nicht, das aufzubrechen oder das rauszunehmen aus der Gesellschaft oder zu sagen, na nee, du musst auch mit mehreren Leuten dich verlieben können. Für diejenigen, die da glücklich sind, hervorragend. Aber es gibt eben halt Menschen, und das sind genügend, die viele Dinge verdrängen, die nicht über ihre Themen sprechen oder es einfach nicht können aus der Ideologie heraus, weil darf ich nicht, ist mir ständig eingeredet worden, dann passiert das nicht. Ja, wir wissen alle, was es da für ungeheuerliche Glaubenssätze gibt in diesem Bereich, die einfach Unsinn sind. Und es gibt, genau, und es gibt eben die Möglichkeit, mich in mehrere Menschen zu verlieben oder mehrere Menschen zu lieben und zu sagen, der ist es und die auch und der auch. Ja. Und das ist kein Widerspruch. Ja. Und das hält genauso gut oder schlecht wie monogame Beziehungen, aber auch mit dem Anspruch, dass das über viele Jahre und eben wirklich. Das ist auch ein Vorwurf, der immer wieder kommt, das möchte ich noch zum Schluss sagen, sondern Polis sind so oberflächlich, weil man kann ja nur mit einer Person wirklich in die Tiefe gehen. Warum sollte man nur mit einer Person, habe ich nie verstanden. Na, im Gegensatz, es erfordert viel größere Beziehungsfähigkeit, weil man eben das navigieren können muss, mit mehreren Personen langfristig wirklich in die Tiefe zu gehen. Ja. Und sich verletzlich zu zeigen und zu kommunizieren und
nicht nur einen Spiegel zu haben, sondern ein ganzes Spiegelkabinett. Also es kann diese Tiefe sogar beschleunigen, weil man es nicht mehr wegschauen kann. Und man kann diese Tiefe mitunter, wenn man es gut navigieren kann, viel schneller erreichen, weil es ist einfach potenziert. Haben wir denn noch was vergessen, wo ihr sagt, das wäre jetzt ziemlich sicher? Ganz vieles. Wir haben wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Das ist ja auch, Polyamorie ist nicht gleich Polyamorie. Da gibt es auch wiederum ein totales Spektrum, wie das gelebt werden kann. Und Umgang mit Metamours, Partner meiner Partner. Welche Formen gibt es da? Also wir haben gerade an der Oberfläche gekratzt. Gut, also jede Menge Chancen, noch mehr zu entdecken. Und das gilt auch für euch, liebe Zuschauer. Wenn ihr da mehr entdecken wollt, bitte schreibt es in die Kommentare. Wir treffen uns ja auch gerne nochmal und vertiefen diese Sache. Aber ich denke, für den Anfang war es jetzt mal wichtig, mal eine andere Sichtweise überhaupt mal zu zeigen, eine Option zu zeigen, ob man sie nutzt oder nicht. Das ist ja gar nicht so entscheidend. Freigeistig an diese Sache mal rangehen und zu durchdenken, mal reinspüren. Vielleicht ist es was für einen. Vielleicht ist es genau das, was viele schon gesucht haben und sagen, oh, ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, mir sind alternative Beziehungsformen durchaus bekannt. Aber ich habe das, bin jetzt fast 39, ich habe das noch nicht gehört. Hm. Also ihr habt mich, ja, was ist das für ein Begriff? Ich kenne das nicht, was soll das sein? Und siehe da, ich habe mich mit ein paar Menschen drüber unterhalten, aber auch nur sehr an der Oberfläche. Und habe aber auch sofort gemerkt, nee, da kenne ich mich jetzt zum Beispiel zu wenig aus, um adäquat eine Antwort geben zu können, worum es dabei geht. Deswegen fand ich jetzt ganz toll, dass wir die Gelegenheit hatten, uns einfach darüber mal offen zu unterhalten. Und lade jeden von euch ein, sich daran zu beteiligen. Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr schon Erfahrungen? Wenn ja, welche habt ihr gemacht? Lasst uns offen mit diesem Thema umgehen. Ich denke, das ist die beste Art und Weise, einfach ein Gesellschaftssystem zumindest mal zu etablieren, was uns ein anderes Bild zeichnet. Und das nicht ideologisch, sondern freigeistig und offen, so wie sich das gehört. Klingt gut. Vielen Dank. Ja. Danke dir. Liebe Zuschauer, wie gesagt, abschließend habe ich nicht viele Worte zu verlieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal in diese andere Art und Weise der Sichtweise mal reinzuschauen. Schreibt uns bitte, wie gesagt, was ihr auf dem Herzen habt. Wenn euch das tiefer interessiert, gerne geben wir auch mal einen Vortrag oder sogar Lehrgänge. Die Kontakte sind ja jetzt da. Wenn es euch interessiert, immer her damit. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.